Mein Name ist Konstantin Hauptner und ich arbeite gerade an meiner Masterarbeit in Astrophysik an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Und daneben engagiere ich mich auch im humanistischen Spektrum, in der säkularhumanistischen Verbandslandschaft, in ganz unterschiedlichen Vereinen und Organisationen, zum Beispiel im Cortices-Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs in Nürnberg. Da bin ich Mitglied im Team. Das setzt sich ein bisschen ein für Wissenschaftskommunikation und vor allem die Diskussion über die Verbindung von Philosophie und Wissenschaft. Im Bund für Geistesfreiheit in Nürnberg bin ich Mitglied im Vorstand und außerdem auch Mitglied im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft humanistischer Studierender. Und in die Richtung geht auch, dass ich an meiner Hochschulgruppe in Nürnberg eine humanistische Hochschulgruppe oder eine Hochschulgruppe der Giordano-Bruno-Stiftung mitgegründet habe, die ein bisschen daran arbeitet, dass wir dort über Themen der Philosophie, Politik, Gesellschaft diskutieren, uns selbst weiterbilden, unsere Vorstellungen zu diesen Fragen verfeinern. Ja, das ist mein Engagement, meine Ausbildung, an der ich gerade arbeite. Daneben gibt es noch tausend andere Sachen, mit denen man sich ab und zu beschäftigt. Ich spiele nebenbei auch noch Orgel beispielsweise und interessiere mich sehr stark für Musik und nehme da auch Unterricht bei mir an der Universität. Ich denke, ich kann, was die größten Probleme in unserer Zivilisation angeht, vielleicht nur exemplarisch ein bisschen was rausgreifen, weil es einfach sehr viele Probleme gibt, die alle irgendwie miteinander verschränkt sind und sich gegenseitig beeinflussen. Aber eine Sache, die mir immer wieder auffällt, die auch ein bisschen frustrierend ist und ein großes Problem darstellt, ist, dass wir uns als Menschheit und als Menschen manchmal so stark selbst im Weg stehen, weil wir nicht in der Lage sind, von Positionen, die andere Leute vertreten, diese Positionen davon zu trennen, wo wir diese Menschen einordnen, zu welchem Lager sie gehören. Man könnte auch sagen, zu welchem Stamm sie gehören. Also als Schlagwort würde ich nennen Tribalismus als eines unserer größten Probleme. Wir haben so eine große Neigung dazu, uns in irgendwelche kleinen Grüppchen einzuteilen, ob bewusst oder unterbewusst, uns in Abgrenzung zu anderen zu definieren. Und das hat auch eine sehr negative Auswirkung auf unsere Debattenkultur, unsere Diskussionskultur, weil wir Menschen mit ihren Ansichten in Diskussionen dann danach beurteilen, zu welcher Gruppe sie gehören. Sind sie von einer anderen Partei? Sind sie von einer anderen Religionsgemeinschaft? Was haben sie sonst für Positionen vertreten? Und selbst wenn sie dann manchmal sinnvolle Punkte vorbringen, die wir selbst nicht berücksichtigt haben, sagen wir, oh nein, sie haben doch aber das falsche Parteibuch, sie haben diese oder jene andere Sache gesagt und schauen uns dann gar nicht mehr an, was sie vorgetragen haben, was wir übersehen haben. Und damit behindern wir uns selbst dabei, sinnvolle Lösungen für die großen Probleme unserer Zivilisation zu finden. Die Probleme sind sehr schwer zu lösen. Und ich glaube, ich bin nicht qualifiziert, da jetzt die perfekte Lösung zu nennen. Die beschäftigen wir uns ja auch schon viele tausende Jahre lang. Und wir sind sie noch nicht ganz losgeworden. Aber ich denke, es gibt schon gewisse Ansätze und gewisse Punkte, die dabei helfen würden. Eine Sache, die meiner Meinung nach wichtig ist, ist, dass man den Menschen mehr darüber beibringen sollte, wie genau Menschen eigentlich funktionieren. Und ich meine das auch auf einer wissenschaftlichen Ebene, auf einer psychologischen Ebene, auf einer neurobiologischen und soziologischen Ebene und auch ganz konkret, wie Menschen entstanden sind im evolutionären Prozess und was wir für einen Ballast mit uns rumschleppen. Also viel von dem Problem, was ich eben beschrieben habe, dieses Problem des Tribalismus, lässt sich evolutionsbiologisch verstehen. Das ist noch nicht sofort eine Lösung, aber ich denke, das hilft uns in konkreten Situationen vielleicht manchmal ein bisschen von der Situation und von unserem eigenen Gruppendenken zu abstrahieren. Und was die Sache mit der Diskussionskultur ganz konkret angeht, es ist zum Glück so, dass man es lernen kann, besser zu diskutieren, wenn man sich Mühe gibt. Und dass man beispielhaft etwas darüber lernen kann,
was es für verschiedene Fehlschlüsse gibt und Wahrnehmungsfallen, die uns ständig in unserem Denken begegnen, ohne dass wir es wissen. Also es gibt haufenweise kognitive Verzerrungen, die in unserem Gehirn stattfinden, die uns gar nicht bewusst sind und die dazu führen, dass wir Argumente nicht richtig beurteilen, dass wir Wahrscheinlichkeiten nicht richtig einschätzen, dass wir zu emotional reagieren. Und wenn man ein bisschen was dazu lernen möchte, wie man vielleicht besser diskutieren kann oder produktiver streiten, dann kann ich sogar ein kleines Heftchen, eine Broschüre aus der Schriftenreihe der Giordano-Bruno-Stiftung empfehlen. Die wurde auch unter anderem von einem Kollegen aus der Bundesarbeitsgemeinschaft humanistischer Studierender abgefasst. Die heißt Produktives Streiten. Ich glaube, noch ein Untertitel, den ich gerade nicht weiß, ist in der Schriftenreihe der Giordano-Bruno-Stiftung zu finden.